Hallo, mein Name ist Christina Paustian. Ich bin deutsch-russische Filmemacherin. Und hier bin ich in Przemyśl, im polnischen Ankunftszentrum an der ukrainischen Grenze. Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe nicht geschlafen. Ich warte auf den Bus mit Menschen aus der Ukraine. Busse und Züge kommen in Przemyśl im halben Stundentakt an. Und wir fahren jede Woche hin. Seit dem 24. Februar 2022 habe ich aufgehört, Filme zu machen. Es ist nicht leicht, angesichts der Katastrophe in der Ukraine über Filme und Kunst zu sprechen. Um vor Hilflosigkeit nicht komplett durchzudrehen, fahren wir in Berlin lebende russische Künstlerinnen und Filmemacherinnen mit Autos und Vans an die ukrainische Grenze. Ich möchte damit die Folgen der Katastrophe, die Präsident meines Geburtslandes auslöste, irgendwie wiedergutmachen. Wir sind alle gegen den Krieg und wir sind gegen den Hass. Diese Aufnahmen hat mir Valentina gegeben. Sie filmte den Zug, mit welchem sie nach Przemyśl ankam, mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Hund. Wir haben sie und weitere Familien nach Berlin gebracht. Ich bin in Sibirien geboren und habe russischen Pass. Das hatte früher in Europa keine Rolle gespielt. Heute macht es einen Unterschied. Die heutige Situation erfordert von uns allen eine klare und unmissverständliche Haltung. Die russische Kultur wurde über Nacht zu einer Art degenerativen Kunst, weil sie von einem Volk stammt, das als barbarisch und feindselig gilt. Die besondere Tragik der Situation liegt darin, dass der weltweite Boykott vor allem die Künstlerinnen und Regisseurinnen betrifft, die seit Jahren schon oppositionell und regimekritisch sind. Ich bin in Berlin und kann mich gegen Putins Krieg äußern. Ich bin nicht in Gefahr. Für meine Kolleginnen in Russland sind solche Äußerungen lebensgefährlich. Wie zum Beispiel für meinen Drehbuchautor Igor Saveljew. Igor ist Schriftsteller. Er kämpft gegen Propaganda und wurde im Februar im Gefangenentransport weggebracht. Derzeit wartet er auf den Prozess. Und er ist einer von sehr vielen. Seit Jahren sind solche Leute in Gefahr. Sie werden in Russland zensiert, verhaftet, eingesperrt. Aber zumindest hatten sie bis heute die Chance, sich auf europäischen Kulturplattformen zu äußern. Jetzt sind sie mundtot überall. Auch mein Film wurde vorerst von den Festivals genommen. Für diesen Film habe ich vor Jahren eine Szene gedreht. Sie zeigt fliehende Frauen mit Kindern. Wie konnte ich nur ahnen, dass dieses Bild heute Realität sein wird? Wir werden uns, wie es mir jetzt scheint, bis zum Ende unseres Lebens um die Rehabilitierung der russischen Kultur bemühen müssen. Alles, was wir bis jetzt, bis zum 24. Februar 2022 gemacht haben, ist durchgestrichen. Aber gerade wo Ukraine von Russland bombardiert und beschossen wird, wo Menschen sterben, spielt es keine Rolle. Wir fahren weiterhin an die Grenze, wir organisieren uns, solange es nötig ist.